Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mir gedacht, ich melde mich kurz, weil ich gerade alleine zu Hause bin. Es ist gerade 10.47 Uhr. Heute ist der 5. Februar 2020. Und willkommen auf meinem Kanal. Heute kommt Ronja. Ich weiß noch nicht, was wir vorhaben. Finanziell geht sich momentan nicht viel aus, weil ich ja jetzt die Amazon-Rechnung zahlen musste. Und deswegen konnten wir nicht viel machen. Aber nächste Woche ist Silbermond-Konzert. Darauf können wir uns vorbereiten und ich freue mich schon drauf, total. Und ja. Das wird das heute etwas besser. Es geht nicht so ein Wind. Aber es ist ziemlich dunkel draußen. Was mich ziemlich depressiv macht. Es ist einfach in letzter Zeit sehr schwer, sich zu motivieren und etwas zu tun. Wenn das Wetter so schlecht ist und so. Und auch wenn Sonja nicht da ist, ist mir die ganze Zeit langweilig, weil mir irgendwie Motivation zur Beschäftigung fehlt und mir dann die ganze Zeit fad ist und ich nicht weiß, was ich tun soll, obwohl ich genug zu tun hätte. Gestern habe ich mich ja geschminkt, heute seht ihr mein Gesicht ohne Schminke. Ich glaube, das sieht momentan ganz gut aus, bis auf hier und hier. Also die Reinigungsmittel helfen wirklich. Und darüber bin ich ganz froh. Ich bin ja ziemlich blass, weil mir das die ganze Zeit nicht aufs Klo gehen können und so auf den Magen geschlagen hat und auf den Kreislauf. Dass ich noch immer ziemlich blass bin. Und ich bin von Natur aus ein sehr heller Typ. Und mit den dunklen Haaren sehe ich natürlich noch blasser aus. Aber ich sehe mit den dunklen Haaren älter aus. Ich war gerade duschen, deswegen sind sie noch etwas nass. Ich bin eigentlich von Natur aus rotblond. Und ich mag die Farbe nicht besonders. Deswegen habe ich sie mal in einen Braun gefärbt. Und manchmal sieht man was Rotes dazwischen. Aber jetzt sind sie nass, deswegen schauen sie so dunkel aus. Ja, was könnte ich sonst machen? Ich komme bei meinem Buch nicht wirklich weiter. Ich habe die letzten 3 Monate 2 Bücher oder 3 Bücher von meinem alten Buch verkauft. Dazu ziehe ich nur noch schleppend etwas. Aber das war klar, das ist jetzt 5 Jahre alt und fast 6 Jahre alt und da tut sich nur noch wenig. Und auch keine Anfragen für Lesungen mehr oder sonst was. Aber und da kommen auch keine Einnahmen mehr. Davon habe ich ganz schön viele verkauft, über 700 oder gab 700 und ja, beim zweiten Buch komme ich nicht wirklich weiter, weil mir der Input fehlt und weil ich so ziemlich über alles geschrieben habe, was mich so beschäftigt. Von der Momak habe ich noch immer nichts gehört wegen Februar wegen der Ausgabe, ob ich da reinkomme oder nicht. Ich habe ja 3 Artikel abgegeben, die veröffentlicht werden können. Zeitpunkt können Sie sich aussuchen. Ich habe Ihnen gestern geschrieben, ob ich jetzt in die Ausgabe komme oder nicht. Und noch keine Antwort erhalten. Mich würde es natürlich sehr freuen und es würde bedeuten 50 Euro mehr, was sehr schön wäre.
Und ja, das ist so das, was mich in letzter Zeit beschäftigt. Ich mache mir auch Gedanken, über was ich noch schreiben kann in der nächsten Zeit für die nächsten Artikel. Und habe mir da so gedacht, dass ich zum Beispiel noch näher auf Politik mit Behinderung und noch auf Berühmtheit mit Behinderung eingehen kann. Dass es zum Beispiel keine Schauspieler gibt, die im Rollstuhl sitzen oder nur sehr wenige. Oder dass ich davon geträumt habe, als Kind als Sängerin berühmt zu werden, obwohl ich überhaupt nicht singen kann. Aber das zum Beispiel, da gibt es auch keine Berühmtheiten im Rollstuhl. Darüber könnte ich schreiben. Oder politisch irgendetwas, was noch immer nicht wirklich umgesetzt ist, wie die Barrierefreiheit in Österreich, bei Ämtern und Lokalen. Oder noch was Klimaaktivistisches. Aber da fällt mir nicht so genau ein, was ich schreiben kann. Ich habe das letzte Mal über E-Autos geschrieben und dass es keine E-Autos gibt, wo Rollstühle reinpassen. Außer vielleicht passt ein Rollstuhl, ein normaler Transportrollstuhl, in einen Tesla, aber der ist nicht leistbar für normale Menschen und somit macht es die Mobilität bei Behinderung sehr schwer, weil wir legen gerade die meisten Strecken zurück, fast 10.000 Kilometer im Jahr, nur für Therapiefahrten und Besuche im Spital. Und da wäre ein E-Auto natürlich echt cool, wenn man sich den Sprit spart. Aber was ich jetzt gehört habe, wird eine E-Ladung für ein Auto bald so viel kosten oder mehr kosten als eine Spritladung, über 70 Euro. Und beim Tank kommt man doch mit 55 Euro aus, wenn man nicht ein zu kleines Auto oder zu großes Auto hat, beim mittleren Auto. Und das werden die Menschen bereuen, die sich ein E-Auto gekauft haben, wenn sie dann mehr zahlen als für einen Benziner oder für einen Diesel. Aber ich finde das halt blöd, weil sie animieren die Leute dazu, E-Autos zu kaufen und richten dann keine E-Autos ein, wo Rollstühle reinpassen. Und dann wird der Strom, Sprit so teuer, dass sich das nicht mehr auszahlt. Und so wird die Umwelt natürlich nicht besser werden, weil ein Verbrenner wird immer mehr Dreck in die Luft schmeißen wie ein E-Auto. Und von der Produktion mal abgesehen, finde ich das halt, also diese Nachricht hat mich echt schockiert, weil ich viele Leute kenne, die ein E-Auto haben, zwar nicht in der Bekanntschaft oder Verwandtschaft, aber über YouTube. Und für die finde ich es halt voll schade, wenn das wirklich stimmt, dass das so teuer werden wird. Weil ich sehe es einfach dann auch nicht ein. Warum soll man 100.000 Euro für ein Auto zahlen und dann noch so viel für Benzinkosten sozusagen, also für Stromkosten? Weil ein E-Auto kostet im Vergleich zu einem normalen Wagen eh schon mehr, und wenn dann der Sprit oder das Betriebsmittel auch mehr kostet, dann werden es halt die Menschen nie einsehen, dass sie umsteigen sollen. Und das verstehe ich irgendwo auch. Aber man muss was für die Umwelt machen. Darüber habe ich in einem Artikel geschrieben. Und darüber könnte ich noch mehr schreiben.
Sonst, morgen kommt Petra. Ich hoffe, das wird was. Ich bin ja noch immer nicht recht überzeugt von ihr. Aber das liegt nicht an ihr, sondern eher an mir. Ich wäre ganz froh, wenn das was wird. Und wenn ich nicht weiter suchen müsste. Ja. Ich mache es ja auch schwer, das ist mit meiner momentanen Stimmungslage hat man schwer dagegen anzukommen und wenn man mich gerade kennenlernt, ist es halt auch gerade keine positive Zeit und alles etwas negativ geprägt und sie hat es nicht einfach. Da hat es Sonja einfacher, obwohl es mir zu der Zeit noch schlechter ging, als ich sie kennengelernt habe. Aber zu Sonja hatte ich halt gleich sein Vertrauen und Sonja ist jünger und sie ist doch so wie meine Mutter und also Petra ist halt doch fast so alt wie meine Mutter und dadurch fasse ich nicht sein Vertrauen zu ihr. Und ich glaube, dass das auch noch einige Tage dauern wird. Und ich hoffe, dass ich am 7. die nächsten Lebensmittermine bekomme, damit ich den Dienstplan für Sonja und Petra fertig machen kann. Weil Sonja ist jetzt auch schon verplant mit ihren zweiten Kunden und ich hoffe, dass da noch genug Tage überbleiben, wo sie zu mir kommen kann. Das ist natürlich jetzt alles blöd gelaufen, das Kranksein. Ja, aber es wird sich schon was ergeben, und wenn es nur einmal die Woche ist, aber das finde ich schade. Ich habe ja 92 Stunden für die Assistenzzeit und möchte die gerne auch aufbrauchen mit Sonja und Petra. Ich bringe mit Sonja ungefähr 60 Stunden zusammen. Bleiben für Petra noch 30 Stunden. Momentan ist Petra so wenig eingeteilt, weil ich einfach keine genaue Zeitplanung habe, wie ich das mit der Lebensmittel und den Angestellten mache. Aber ich hoffe, das löst sich jetzt dann und dann kann ich sie besser einteilen. Ich hoffe, sie ist auch für mehr Arbeitsstunden bereit. Sonst gibt es nicht viel Neues. Ich mache mir Gedanken über meine Zukunft und was ich noch arbeiten könnte nebenbei von zu Hause aus. Wenn euch da was einfällt, natürlich her damit, aber nur legale Sachen. Und kein Trading oder so, wo ich Eigenkapital einsetzen muss, weil ich habe kein Eigenkapital. Ich mache auch Umfragen zum Beispiel und habe mich jetzt für eine 25 Euro Umfrage angemeldet, wo ich für das Handy was zugeschickt bekomme, was ich testen muss und wo ich das Handy an den Fernseher anschließen muss. Ich hoffe, damit ist mein Handy nicht kaputt. Aber das muss dann der Veranstalter der Umfrage richten. Aber normalerweise ist ein Handy nicht kaputt, wenn man es an den Fernseher anschließt. Also mit den richtigen Kabeln. Aber ich werde mich dann nochmal informieren, bevor ich das mache. Weil ich kein Risiko eingehen will. Aber so wie es in der Umfrage erklärt war, ist das für Informationsgewinnen und ich weiß nicht genau, was sie damit auslesen wollen, aber das Fernsehverhalten oder so, ich weiß nicht. Und wenn ich das zugeschickt bekomme, informiere ich mich näher darüber und werde das dann machen. Dann bekomme ich 25 Euro. Ist auch schon mal ein Anfang.
Und ich möchte jetzt alles, was ich nebenbei erspare, auf die Seite legen und für meinen großen Wunsch. Und nächstes Monat bekomme ich auch wieder Mindestsicherung, hoffentlich. Wir haben gestern den Bescheid abgegeben. Ich hoffe, er wird positiv bearbeitet und ich bekomme weiter Mindestsicherung. Sonst muss ich mir was mit meinem Vater ausmachen. Aber den will ich natürlich auch nicht ausnehmen. Und da wird sicher nicht so viel rumkommen wie bei der Mindestsicherung. Obwohl ich da nur die Hälfte bekomme. Aber naja, das ist halt einfach so. Ich hoffe, dass sie positiv entschieden wird für mich und dass es da keine Probleme gibt. Und damit ich weiter sparen kann, weil ich halt auch einen neuen Laptop brauchen würde. Meiner ist jetzt schon 5 Jahre alt oder 4 Jahre alt und wird ziemlich warm und der Akku ist kaputt. Der Akku austauschen, das würde nicht so viel kosten, aber ich weiß nicht, ob ich das noch in den alten Laptop stecken soll. Ich meine, es ist ein MacBook Pro aus 2016, aber also 4 Jahre alt, aber ich weiß nicht, ob Akkutausch das Problem so behebt, dass ich länger damit arbeiten kann, weil er auch überhitzt und so. Einfach weil viel drauf ist und ich viel damit mache, aber ich müsste ihn mal grundreinigen und also nicht nur auch von außen, sondern auch die Festplatte bereinigen und neu aufsetzen. Das wäre vielleicht mal eine Lösung, um mehr Leistung rauszubekommen, aber das muss ich mir erst näher anschauen. Und das ist vorerst die einzige Lösung. Weil ein neues MacBook Pro kostet um die 3000 Euro, wenn nicht 4000 Euro ungefähr für die Ausstattung, die ich brauche. Und ich muss noch einen Kredit abzahlen für den Rechner, an dem ich gerade sitze. Und das sind noch 3 Jahre oder knapp 3 Jahre. Und wenn ich die Sparmaßnahme, die ich mit meinem Vater zusammen habe, ausbezahlt bekomme, kann ich einen Teil vom Rechner bezahlen, aber halt auch nicht alles. Und das macht das Problem nicht kleiner, weil ich kann erst wieder einen Kredit aufnehmen, wenn ich den einen abbezahlt habe. Ich überschulde mich nicht. Und ich nehme den Kredit immer über meinen Vater auf, weil ich ja kein Geld verdiene und keinen Kredit kriegen würde. Aber mehr als einen Kredit habe ich nie und werde ich auch nie haben. Und ich möchte auch keine Schulden machen, bis auf den Kredit halt. Und das zahle ich monatlich zurück. Und das ist halt so das, was meine Planung angeht mit den Geräten. Natürlich würde ich mich über Testgeräte so auch freuen, aber ich bin kein Tech-YouTuber und werde da nicht viel bekommen. Ich bin über den Support von Meilenpunkt, das ist ein Schmuckhersteller, echt schockiert. Ich habe da jetzt zum zweiten Mal bestellt. Zum zweiten Mal meine erste Bestellung aufgegeben und die jetzt endlich gezahlt. Aber ich bekomme innerhalb von 5 Tagen keine Versandsbestätigung. Ich weiß nicht, ob das Paket jetzt auf dem Weg zu mir ist oder nicht. Oder ob irgendwas damit passiert ist. Es kommen einfach keine E-Mails. Und ich habe sie schon angeschrieben, dass es da Probleme gab mit PayPal. Aber es kommt keine Antwort und da finde ich den Kundensupport echt schlecht. Weil Saskias Family Blog trägt ja nur meinen Punkt Schmuck
Und die ist davon überzeugt, aber die bekommt es zur Verfügung gestellt. Ja. Und wenn man dort einkaufen geht, also wenn man dort was bestellt, dann wartet man halt ewig auf eine Antwort. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut, weil man sollte, wenn man eine E-Mail rausschickt, innerhalb von 24 Stunden von so einem Shop eine Antwort bekommen. Und mich nervt das, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt was bekomme oder nicht. Ich habe es bezahlt und es war nicht wenig Geld. Und ich müsste mir damit auch was Besseres anfangen, wenn ich es nicht bekomme. Und möchte da nicht irgendwelche gerichtlichen Schritte einleiten müssen, damit ich wieder an mehr Geld komme, wenn ich das Bestellte nicht bekomme. Aber das nervt mich halt. Und mein Punkt wirkt als seriöse Firma, aber so vom Kundensupport her sind sie halt überhaupt nicht seriös. Oder sie machen es einfach nur bei Neukunden so. Und bei YouTubern sind sie sehr seriös. Ich bin kein großer YouTuber, ich habe 83 Abonnenten. Ich bin noch am Anfang. Und mein Ziel ist es auch nicht groß zu werden. Ich mache ja die Videos, um euch zu informieren. Über Krankheiten und Depressionen und Behinderung und so weiter. Und damit werde ich keine große Zielgruppe ansprechen. Niemals. Also ein YouTuber zu werden wie Bibi's Beauty Palace oder Lions, wie er früher war, oder Dougie B, das ist gar nicht mein Anspruch. Das werde ich nie erreichen und das möchte ich auch gar nicht. Aber ein bisschen Kooperation wäre halt doch nett. Und zumindest, wenn ich mir selbst was kaufe, was ich selbst bezahle, dass ich dann auch informiert werde. Und es wird kleinen YouTubern sowieso keine Kooperation angeboten. Aber damit kann ich leben. Ich finde es nur schade, weil ich auch Arbeit in meine Videos stecke, auch wenn sie nicht hochprofessionell sind. Und mir Sachen überlege für YouTube und für meine Videos und das auch Zeit in Anspruch nimmt. Und ich finde es schade, dass da so wenig Kooperationsanfragen kommen. Ich interessiere mich zum Beispiel für Kosmetik, Schmuck, Technik, wie Smartphones, Computer, Laptops und so weiter. Technik in jeder Art, Kosmetik in jeder Art. Mein YouTube-Kanal heißt ja wie ich, weil ich darauf machen möchte, was ich will. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass ich Technik-Reviews mache über verschiedene Sachen, wenn es mich interessiert. Und deswegen bin ich für jede Kooperation offen. Aber ich habe halt auch kein Management hinter mir, die sich darum kümmern, dass sich solche Firmen bei mir melden oder so, weil ich noch viel zu klein bin als Kanal und viel zu wenig Aufmerksamkeit bekomme. Aber das ist für mich auch okay. Und da, wo ich kooperieren will, schicke ich halt selbst Anfragen, weil ich habe einen anderen YouTube-Kanal, teste ich E-Zigaretten drauf oder habe ich getestet. Und da habe ich auch Anfragen für Testliquids an Firmen geschickt. Und das war auch teilweise sehr positiv als Erfahrung. Und ja, ich rede schon 24 Minuten. Ich werde jetzt das Video beenden. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Nacht, wenn ihr mal das Video seht. Ich hoffe, es war interessant für euch.
Ciao, eure Ines.